It may not rival the Skyward River, but Turtle General's help was necessary. When me and Wukong braved across that river, we were surely a sight to behold. So, Freunde, willkommen zurück zu Wukong. Falls ihr, bevor wir jetzt anfangen, heute das Gefühl bekommt, Mensch, die Grafik ist doch anders, / besser, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Denn heute habe ich mein AMD-Adrenalin, das... Sag mal, ich bin ja eine Ans... Das ist wirklich... wo war ich? Genau. Ich habe die AMD-Adrenalin-Software-Version geupdatet, Tryback geupdatet. Oh, wir hatten gerade einen leichten Ruckel. Wenn ihr denkt, es wird besser oder schlechter, weil ich jetzt Wukong über die AMD-App gestartet habe, sagt bitte Bescheid, wenn euch was auffällt. Weil alles wird mir wahrscheinlich nicht auffallen. Wie shame on me. Shame on me. Er hilft jetzt, oder was? Mit seinen Haken. Ach ja, und wir spielen heute einen Donnerbild. Noch nicht den perfekten Donnerbild, da wir den übelst krassen Stab mit 108 Angriff noch nicht haben. Aber wir spielen den passenden Geist dazu, der Donnerfähigkeiten verstärkt. Hier erhöht Donnerschaden beträchtlich. Dann haben wir den Schockstab und haben die Rüstung, die geschockt verstärkt und erhöht den Donnerschaden moderat. Und den Hut haben wir einfach nur, weil die Kopien, die wir rufen können, damit badass aussehen. Okay. Ich gucke erstmal an den höchsten Punkt nochmal und... Ja, eigentlich müsste ich erstmal nur die Küste abrennen, ne? Das mache ich. So, ich habe das Gefühl, wir werden langsam immer stärker. Und vor allen Dingen jetzt dieser spezielle Donnerbild haut gefühlt ein bisschen zu sehr rein. Also ich finde, durchsichtige Flächen wirken jetzt schon nicht mehr so punktiert. Ich muss mich mal komplett mit dem AMD-System komplett vertraut machen. Weil sie hatten ja irgendwann mal angekündigt, dass sie speziell für Betriebssysteme, / PCs, die CPU und GPU von AMD nutzen, einen Leistungsmodus bekommen, der die Last der Arbeit zwischen beiden so aufteilt, dass du massiv mehr Leistung rausbekommst. Noch ein Long. Hey, you old bones! Why are these immortals in the New West? Stop lying! This is not for your eyes, young one. You have spoiled. Shenlong! Oh, Dragon Ball! Du bist im Wasser! Das hättest du dir eher überlegen wollen. Okay. What? Fokus aufbauen. Ja.
zu ängstlich und schnell ausgewichen. Oh, shit. Schade, ey. Hat nicht geklappt. So, Boys. Wird Zeit. Coolness Faktor. Okay, dramatisch. I was cast down to the mortal realm. My powers much diminished. I asked for nothing more than to live out my days peacefully. Okay. I was cast down to the mortal realm. Was eine Heulsuse. Kannst immer noch ein Gott unter Menschen oder Sterblichen sein. Wo willst du hin? So, das hat gesagt, er braucht eine Pille von diesem Hund. Oder? Im Keller des Tigers? Why are you still here? This old log's living on borrowed time. Oh, the pain. Oh. Shudong loves his medicinal arts. Given his name. Okay, also ich muss zu den Hund kommen. Ich guck noch mal kurz hier rum. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht mehr, wo kann ich rein und wo kann ich hoch. Was ist denn das für eine komische Textur? Guter Sand von dem Wasser. Ist halt die Frage, ne? Liegt das jetzt an der AMD-Software oder liegt das jetzt generell an Game? Ich finde, das Licht sieht ein bisschen besser aus. Keine Ahnung. Ich werde bei den nächsten Aufnahmesessions noch mal ein bisschen rumprobieren. Aber heute spiele ich erstmal so. Ach du Scheiße. Riesentempel. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Xu-Medizinhund. Xu-Hund. Ey, der Schatten ist aber schattig. Ich sehe nichts. Lull. Hey.
Ah, die haben Windschnitt. Schluss. Ich hab's hackt. Holy moly. Boah, fliegende Gegner, immer nervig, wenn du nicht. Wait. You I'm here. I'll give you another hand. Dankeschön. I was on a treasure hunt, but I ended up being the hunted. I owe you my life, sir. I'll share the treasure with you once I find it. Say, why is there nothing but Yaoguais in this so-called Buddha's realm? Can I look to you to save me again, sir, if they come back? Green without, round and sweet. Red within. We can't afford any further delay. Treat. Where can I find something like that in this frozen land? Ich hätte jetzt an rote Bohnenpaste gedacht. Mochi mit roter Bohnenpaste? Hm? Green without, round and sweet. Okay, da muss ich vielleicht nochmal beim Xu-Hund gucken. Ich glaube, es hat die Shader ein bisschen komisch verändert, oder? Weil die Shader haben neu konfiguriert. Wisst ihr was? Ich lade das Spiel mal neu, wenn ich am nächsten Schrein bin. Ohne AMD, sondern nur über Steam. Das sieht alles so merkwürdig aus. Oder ist das normal? Blaubrücken-Romanze. Okay. Trank. Also das Licht sieht Hammer aus. Ist vielleicht der Schnee, der glitzert? Brauche ich ein bisschen Restlicht? Schade, dass ich meine Durchschauen-Kombo noch nicht durchgezogen habe. Dunklen Gebiete kommen mir sau komisch vor, ey. Ist aber interessant und lustig gleichzeitig. Weil es gab eine Shader-Kompilierung, die ein bisschen gedauert hat. Aber im Licht ist alles okay. Und hier ist der Schatten auch okay. Nur diese komischen, punktierten Bodenbelege hier machen mich wuschig. So, alter Mann. The young may yet be taught. With this pill, I'll gain the strength to unseal that precious place, the painted realm. Was ist denn mit den Shadern los? Guck dir den ab, Mann. Built with my fellow deity. Das Gesicht. Now the monkey is in place. We should gather once more. Also irgendwas ist im Schatten nicht richtig, hundertprozentig. Na, ah, das Hundi wieder. Hier sieht alles wieder gut aus. Und das Licht sieht viel besser aus. Licht und Schatten sieht, finde ich, besser aus. Auf jeden Fall. Kontrastierung, Licht und Schatten. Okay, wenn es hier Bosse gibt oder Gegner, werde ich mich zurück teleportieren, erstmal die Küste abrennen und... Oh ja. Das geil mit 3 Mixturplätzen. Okay. Wie
du den Controller umgestellt auf Xbox. All the Zodiac deities may come and go freely. Hey, don't make light of our kind. Without our assistance on such an arduous journey, it may be too hard for you to complete. It's rare for strangers to gain entry here. Seeing our paths crossed, I brought you in. From seed to sprout to fruit to harvest, patience is the path to follow. Ah, rest assured, this old log knows his trade. As they say, fine soil. Perhaps it's for the Kräuteroper. Go ahead. I can't spend all day chatting when there's work to be done. Ich wünschte, es gäbe eine Laterne am Gürtel wie in Elden Ring. Gebiet ist ja manchmal so dunkel. Ein bisschen Licht würde das grafisch noch so schön. Guckt euch die Flamme an hier an den Fackeln. Ein Schmied? Tatsache. Schickes Schwert. Ist hier noch hoch? Nee. Okay. Hallo? Spare me, you proselyte bores me. Since you're here, the scrap you're hauling can stay no more. Schmiede, Waffe erstellen, Rüstung aufwerten. Oh. Also geht das Spiel jetzt erstmal los? Krass, ey. 35.000. Ja, erstmal gucken, was ich brauche zum Aufwerten. Okay. Ach, verkaufen kann ich. Schmieden, Waffe herstellen. Natürlich nicht. So. Das ist der ultimative Feuerkreis, Säulenhaltung, Elektrostab. Ich glaube, genauso spielst du das. Aber ihn mag ich schon sehr. Hat er mir nicht gerade einen Punkt bei Waffe herstellen angezeigt? Ich kann die alle herstellen. So, ich habe ja alles, was ich kriegen kann, in Besitz. So. Die habe ich auch alle. Ja, okay. Rüstung aufwerten. Was willst du dafür? Seide und Geistessenz. Okay. Da ich den Elektrobild jetzt aber noch ausprobieren will und nicht mega den OP-Bild spielen will und jeden Boss mit einer Angriffskombo legen will. Da lasse ich das erstmal. Weil was bringt mir das jetzt? Ich bin so schon gefühlt manchmal viel zu stark. Jabang! Ah! Stimmt. Ich hatte noch die Gurde oder den neuen Trank. Das Ding. 36 zu 43. Ich meine. Enttönender Schlag erheblich. Ja, da ich mich noch nicht auf irgendwas festgelegt habe oder irgendwelche Zauber besonders nutze, mache ich es doch erstmal so. Ah, lol, ich könnte auch so machen. Okay. Siehst du? Schadensreduktion par excellence. So. Zwar noch nicht aufgelevelt, aber egal. Bap, bap, rabbidizap. So, ich habe jetzt mal noch die FPS-Zahlen eingestellt, um zu gucken, ob sich bei der AMD-Übernahme von der Software irgendwas jetzt ändert in FPS-Zahlen oder ob die Leistung weiterhin stabil bleiben kann. Ob ich vielleicht noch den Schärfegrad des Super-Samplings hochstellen will.
habe jetzt nochmal auf 80, glaube ich, hochgestellt. Aber über AMD Adrenalin. Ja, und da gucken wir doch mal und gehen jetzt erstmal am Fluss rechts lang. Vielleicht kann ich auf die Insel, mal schauen. Okay, das läuft nicht wie gedacht. Hallo? Komme ich hier nicht rüber? Oh, doch. Was ist das denn? Eine Schlange. Stimmt, die Dame, die hier, die Jin Star oder was? Da oben drauf. Müsste mehr Games mit Kaijus geben. Hat die nicht irgendwas von Schlange gesagt? Ich meine, Orochimaru, Schlangen generell. Ah, hallo. War das überhaupt? Nicht, dass ich hier unter dem Wasser irgendeine Sandbank habe, ne. Und vielleicht zu der Insel rüber kann. Wie kennst du das Elden Ring? Gib mir deine Kartoffeln oder Birnen oder was es waren. Scanne den Raum. Feind erkannt. Vernichtung. Schön, dass du mich jedes Mal anspuckst und zu spät da bist. Schatten und transparente Flächen flimmern immer noch manchmal, aber es könnte wie gesagt auch mein Bildschirm sein. Ist kein Pokémon, lass den Luftschnitt. Ah, vielleicht kann ich gegen die auch die Windmühle einsetzen. So, der erste Schluck, den trinke ich immer noch im Laden. Und der füllt ja immer noch. Das finde ich schon ziemlich krass, dieser Vorbesteller-Effekt. Dass du die Gurte bekommst, die beim ersten Schluck komplettes Leben herstellt. Alter Schwede. That yellow brow is surely cruel. I'll give him that. Riesenschlange. Naja, ich meine, wenn er existiert. Logisch. Lecker Schmecker, klein und haarig. Mit einem Habs sind sie im Habicht. Obwohl es eine Schlange ist. Hallo? Aus. Was? Ja, nee, nicht mit mir. Ja.
werde meine Combo bei ihm nicht durchziehen können. Das macht. Bam! Alles, was er macht. Oh, ich brauche ein Ei gefroren. Yes! Ah, oh, nicht hoch genug. Da habe ich Probleme. Run. Oh, wieder. Ist doch weniger. Los jetzt. Elektroschock. So, der letzte Schlag. Boom. Easy. Ich sag doch, ich wäre ziemlich stark jetzt mit dem Schaden, den ich mache. Durch die Elektro-Kombination aus drei verschiedenen Möglichkeiten. Feige Sau. Okay. Oh. Der sieht schon wieder so komisch aus. Im Gesicht. Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Take it, as his thanks to you. Komisch, ne? Wenn die Ingame-Grafik ihn jetzt von vorne zeigt und sein Gesicht im Schatten ist, hat er diese weiße Augen und dieses völlig schwarze Gesicht. Strange. Okay. Ich habe wieder nicht zugehört, verdammt, weil ich mich wundere über die Grafik. Egal. Irgendwo werden wir schon hinkommen. Er hat geheult. Träne des Generals, oder was er gesagt hat. Jetzt geht's weiter. Könnte ich hier hoch? Nee. Hier irgendwas? Irgendwelche Ostereier versteckt? Nee, da war ich schon. Okay. Ich vermisse die Mucke. Ich vermisse den lauten Mann. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Instrument hieß. Und Shinai war es nicht. Ich glaube, Shinai war Bambusholzschwert. Vielleicht fällt es mir ja zufällig irgendwas ein. Ah, ich finde, das Licht sieht super aus. Tja, da habt ihr hier wahrscheinlich... Wenn es wirklich so ist, dass es eine komische Shader-Optimierung ist. Wenigstens einen einzigartigen Grafikeffekt, den es nicht überall gibt. Mit dunklen Schatten. Aua. Oh, du bist neu. Oh, nicer Dash. Ausdauer? So, mal wieder konzentrieren hier. Da überall jede Textur im Schatten. Mach halt dieses Glitzern. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber genug gewundert. Spielen die Folge eh so durch. An enclosure lies there. You go take a good hard look for me. Na, wo ist hier ein Hof? Oh, nicht du schon wieder.
Fledermaus, ey. Ja, das bekommst du, wenn du mich nervst. Windmühle par excellence. Okay, ich muss ihm aus den Schatten holen, weil der ist bei dem Schneesturm echt nicht gerade gut. Oder ich nehme die Stoßstellung. Gucke, in-game, guck dir mal an. Das hat irgendwas hat die Shader zerhauen oder umgestellt oder irgendwas krass. Und im Licht ist alles. Nee. Sobald Schatten auf sein Gesicht fällt. Oh, ist das lustig. Manchmal habe ich so einen Ruckeleffekt, aber die FPS-Zahl verändert sich nicht. Oh. Und das im Dunkeln? Na gut, dass ich den Lichtmacherstab habe. Die Helligkeit habe ich generell schon hochgestellt. Rum. Ah, okay, das ist das, wo die Rebe gerade war, ne? Wo ich gegen den Eisvogelmann gekämpft habe. Aber ey, ich muss wirklich nah an die Wände ran. Ich sehe da nur schwarz. Schwarz, Nebel und hier extreme Blumen. Meins. Eisensand. Das ist komisch mit dem Shadern. Weiße Augen, dunkles Fell, keine Augen. Schrecklich im Schatten zu kämpfen, ey. Und er hat weiße Haare im Schatten. Also hat es irgendwas extrem verzogen. So, jetzt noch mal als Beispiel. Ne? Ich habe jetzt mal Raytracing auf Mittel angeschalten. Ihr seht, was ich für FPS-Einbrüche habe. Aber der Schatten ist jetzt völlig anders. Der ist viel sachter. Nicht so dunkel und so. Okay, wir müssen erstmal so weiterspielen, weil ich selbst jetzt den Local Updater Shader Catch gelöscht habe von Wukong und die Shader ab neu kompilieren lassen. Das hat aber auch nichts gebracht. Ich kenne mich halt mit Treibern und so nicht gerade gut aus. Also könnte es sein, dass es an den letzten AMD-Treiber liegen kann, dass er die Shader so anwendet. Ich werde nach der Folge Wukong nochmal deinstallieren und neu installieren. Oder vorher mal die Software-Version von den Treibern. Ich meine, der Schattenunterschied mit Raytracing an gerade eben, der hat halt die Schatten völlig blass gemacht. Durch die Shader-Kompilierung. Guck, alles was im Schatten ist, ist komisch. Gut, die Augen könnten immer so sein, aber auf der einen Seite sind es einfach nur extrem schwarze Schatten.
Was jetzt nicht so schlimm ist. Aber man sieht halt wenig. Naja, wenn ihr Ahnung habt, was diesen Fehler hat hervorrufen können, oder wenn es vielleicht doch kein Fehler ist und völlig normal, schreibt mir gerne einen Tipp in die Kommentare, damit ich hier nicht weiter stundenlang rumsuchen muss. So, das war hier unten die Küste. Jetzt kann ich hier hoch. Ah, guck mal hier. Weil ich meine, im Licht sieht alles super aus. Ja. Aber im Dunkeln... Naja, wenn nicht, mache ich AMD-Treiber nochmal neu installieren. Und wenn das nicht klappt, Wukong. Ich bräuchte im Dunkeln einfach nur eine Lichtquelle. Ich bräuchte einfach nur eine kleine Lampe oder irgendeine Navi-Fee, die mit mir rumfliegt und mir Licht spendet. Easier, you. Where the path narrows, danger lurks. Auch wenn die Dunkelheit extrem gut aussieht. Und die Schwärze. Du gar nicht weißt, was in dieser Ecke ist, weil es zu schwarz ist. Oder was hinter dieser Fackel ist. Noch eine Fackel. Okay. Wie gesagt, seitdem ich Wukong über die AMD Adrenalin Software geöffnet habe, stand da eine Shader-Kombinierung. Seitdem ist das so, habe ich das Gefühl. So, wahnsinnig hell. Wahnsinnig helle Sonne. Gut, ich meine, es ist Schnee. Man muss reflektieren. Aber okay. Ja, und das Schneegestöber macht es mit den extrem dunklen Schatten nicht gerade einfacher oder besser. Okay, Sackgasse. So, Moment, ich bin hier hingekommen. Genau, da war ich hier vorne noch ein Weg. Hier. Hallo. Warum hilft er mir jetzt? Ich meine, es gibt nicht mal einen Grund. Aber in der, in dem Bild von der Shader-Kompilierung sieht man ja einen Bildschirm mit dabei. Und storytechnisch waren das ja, glaube ich, gute Freunde. Ich finde es halt schade, dass es nicht mehr normale Kombos gibt. Man macht immer wieder dieselbe Kombo. Und die Leute sind tot. Ich will sowas dann immer sofort wissen, aber wenn das Wissen begrenzt ist... Ich habe jetzt schon viel versucht. Über die Software, die Einstellung generell zu ändern, andere HyperRx-Qualität und andere Voreinstellungsmodi zu nutzen. Super Sampling ein und aus. Aber hey, vielleicht ist dieser Schatten in diesem Schneegebiet auch völlig normal. Weil der Schnee reflektiert Licht. Dadurch haben wir eine längere Anpassung im Dunkeln. Das Glitzern kann von sonst was kommen. Im Schnee. Wer weiß. Aber im Ladebildschirm, bevor ich Spiel fortsetzen drücke, sieht der Schatten blasser aus. Was ist denn hier los? Ja, die App.
Wo? In was gehe ich denn? Versprinten, moderat? Brauche ich nicht. Definitiv nicht. Okay. So, hier bin ich durch eigentlich. Was ist hier unten noch? Ich meine, ich achte immer auf meine Ausdauer. Deswegen frage ich mich, ob ich das überhaupt brauche. Oder ich versuche, auf die Ausdauer zu achten und habe viel Ausdauer. Perma. Perma-Buff. Rezept. Ja, das wird jetzt lustig im Dunkeln, den Weg zu finden. So, ich müsste, glaube ich, hier rein, ne? Mit meinen Schattenverhältnissen hier. Hallo? Kann ich hier ran? Ich kann hier ran. Ich sehe noch nichts. Ich meine, es hat was. Ich kenne völlig im Dunkeln. Das ist eine völlig neue Erfahrung. Völlig neue Erfahrung. Ey, stell dir ein Souls-like so vor, generell, im FromSoft-Game, mit diesen Schattenverhältnissen. Arschdunkel. Nur hier siehst du was. Ich meine, die Höhle würde schon wahrscheinlich das Licht so haben. Warum sollte es hier drin Licht geben, wenn es hier oben keine Fackeln gibt? Irgendwo macht es Sinn, aber irgendwo wirkt es extremst dunkel und zum Nachteil für mich. Das Glitzern ist schon, sieht schon cool aus. Wie eine Disco. Yes, durchschaut und ins Gesicht. Liebe dieses Durchschauen. Und das perfekte Einfrieren mit der Lähmung, das ist nur Zufall. Ich denke mir jetzt so, ah, als nächsten Move, ja, ich frieren gleich ein. Und durch Zufall macht er den Angriff und dann habe ich den perfekten Einfrierer. Rothaariger Yaksha. Da. Erhöht den Schaden, schwere Angriffe moderat. Also eigentlich auch die in der Combo, oder? Und wenn ich damit hauptsächlich kämpfe? Wäre das vielleicht keine schlechte Idee von meinem momentanen Durchschauen, schwere Angriff rein? Weil es steht nicht da, aufgeladene schwere Angriffe, dafür gibt es einen extra Geist. Komm, gib mir noch einen guten Boss. Und das noch im Licht, super. Ah, okay. Oi, Kid, you look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Na, der hat auch so weiße Augen im Schatten. Irgendwas hat die Shadow zu hauen. His belly button, it's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha, where is it? Das ist eine lustige Erfahrung. No Buddha, because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Er hat schwarze Augen im Dunkeln. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship with a true heart? The path might just show itself. Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures. You tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Okay, das ist extrem lustig, wie er aussieht. Alle sehen im Schatten aus wie
Hier geht's im Halbschatten. Wann kriegt er seine... sein schwarzes Komplettgesicht? Gar nicht, ne? Ja, komisch. Also in der Cutscene war er gerade komplett silbern. Und jetzt geht's. What the... ist hier los? This won't do. I can't help you before you have that in you. Okay. Why the rat to see a Buddha? One must hold the Buddha in one's heart. Da geht's wohl nach oben. So, jetzt überlege ich, ob ich jetzt aufhöre und versuche, das Problem zu lösen oder rauszufinden, ob es überhaupt erst ein Problem ist oder nicht. Aber offensichtlich sahen wir im Schatten vorher nicht so aus wie jetzt gerade. Offensichtlich habe ich Software aktualisiert. Und es gab eine neue Shader-Kompilierung. Das heißt, irgendwas hat's zerrissen. Obwohl jetzt, sobald ich in den Schatten komme, es besser wirkt als vorher. Es bleibt nicht so extrem dunkel wie von außen. Ne? Außerhalb des Schattens, im Licht stehend, sieht es extrem dunkel aus. Was eigentlich realistisch ist. Aber wenn ich da jetzt in den Schatten gelaufen bin, sah es wiederum gut aus. Get it now. For Buddhas, that voice said. Ah, there must be four Buddhas to worship. Loony monk. Can't reason with him. Extrem dunkel und der Schatten wird heller. So muss es doch sein. Keine Ahnung, ich bin völlig verwirrt. Ist es nun richtig oder ist es falsch? Was wir hier erleben in unserem Schattenspiel.